It's your boy Skinny Penis. Willkommen zum neuesten CSGO Overwatch. Ich habe jetzt eben schon 4 Overwatches gehabt. Hier ist die 4 noch drin. Und alle 4 waren auf Cash und 1 war ein Spinbot. Ich dachte, mir platzt der Sack. Ich habe jetzt die letzten. Ich habe jetzt die letzten 800 Overwatches schon auf Cash gemacht. Ich kann jetzt nicht schon wieder Cash machen. Und all die Jahre ist es Cash. Was macht ihr hier? Was treibt ihr hier? Was ist das für ein komisches Play, was ihr hier macht? Na? Es glaubt dann gerade weg, wenn der angerannt kommt. Ja, ich muss ein bisschen lauter machen, leider nein. Das ist ja wirklich. Ich wollte jetzt einfach geschwind in Overwatch aufnehmen. Wisst ihr, gleich ist 13 Uhr. Und dann habe ich 4 Overwatches, das heißt 4 mal 8 Minuten, die vergehen. Bis ich dann das hier verschissel nochmal. Jetzt will ich was Gescheites sehen, meine Freunde. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Der Headshot gerade eben war schon recht lecker. Einer ist auf A, versteckelt, auf den Stairs. Kommt vielleicht gleich und zeigt sich. Ihr müsst ihn jetzt gleich sehen. Ja, er wird von der Seite angeschossen. Oh mein Gott, dreh dich um. Er hat dem anderen aber noch einen Headshot gedrückt. Okay. Der aber auch voll sichtbar war für ihn und auch für den Mate, der gerade in Parts gekommen ist. Also so ist es nicht. Und man konnte, glaube ich, auch gar nicht arg viel woanders hinschießen als in den Kopf. So, da kommt jetzt gleich einer. Wir beobachten jetzt mal. Oh, den Knie hier. Schon wieder recht früh. Aber ich dachte mir, heute muss ich die Facecam mal wieder anmachen, weil ich habe mein Gesicht gewaschen. Da geht das schon. Aber gestern sah ich echt fertig aus. Deswegen, ja, wenn ich das früher am Morgen aufnehme. Ist es kacke, aber es ist jetzt ja gar nicht mehr so arg früh. Also wie gesagt, es ist jetzt bald in eineinhalb Stunden ist es 13 Uhr. Und ja, ist ja trotzdem müde, weißt du, wie es ist. Komm schon! Damit hier. Oh, wie er sich zeigt, wie er rumspringt. Auf, komm, mach doch irgendwas, bitte. Hallo. Das passt. Sitzt ihr hier nur rum oder was? Das ist so ein ultra langsames Play, also es wirkt schon mal wie also entweder schon wieder ein Headshot, mein Freund. Entweder ist es ein ultra lowes Elo-Spiel oder es sind so richtige Schwitzerbanden, aber dafür ist aimt er so merkwürdig. Also wisst ihr, so ein ganz langsames Spiel, wir müssen warten, wir müssen uns aufbauen, warte mal. Also ich glaube im Moment noch eher an so ein Silber- oder Gold-Spiel. Wo da ist der Speed meistens nicht so richtig da. Vielleicht ist das ja auch der Fall. Oder ist es eben ein Hardcore-Geschwitze? Sie gehen wieder unten lang. Sie bauen sich immer so für Mid-Control auf. Und wo ist denn da rum? Einer ist oben im Ding, im Leather Room auf der Leiter oben. Der andere ist im Connector wiederum. Einer ist auf A. Von hinten kommt einer. Der überrascht die jetzt gleich. Also dieses Movement und Crosshair Placement ist schon echt grottig bei ihm, ne? Er guckt so komisch hin und her, guckt in den wichtigsten Momenten, wo er auf gewisse Dinge achten sollte, wo man eigentlich jetzt in dem Moment sehr, fast schon hektisch hoch Window und dann wieder auf A guckt, um nicht gefistet zu werden und sobald man von Window nicht mehr gesehen werden kann, nur noch auf A guckt. Aber nein, er guckt irgendwie gegen die Wand oder sowas oder will sich gerade umdrehen zu einem sehr unpassenden Moment. Das könnte auch einfach nur Unluck sein, aber es wirkt total bescheuert, was er da treibt. Das war eine coole Smoke. Die einfach direkt auf dem Ding landet. So. Bestimmt One-Way für ihn, oder? Ah. Ich kann ja jetzt nicht durchschalten. Ich wollte gerade zu dem Kollegen durchschalten. Und dann zu ihm, ob man das sieht. Aber es geht ja gar nicht. Auf Short kommt jetzt gerade einer gleich durch. Doch nicht? Auf, du kommst schon. Geht doch auch nicht immer mit, Mann. Zeig uns doch mal was Cooles, du Vogel. Na gut, wir wollen ja immer spannende Fälle. Und dann haben wir es hier mit ja mal wieder. Etwas zum Garübeln. Obwohl die letzten paar Fälle eigentlich immer ganz gut waren. Oftmals knifflig oder schwierig halt. Weil wir schon lange keine mehr, keine Obvious mehr. Also ich glaube, war immer schon mal nicht an ein Vision Assist. Dafür hat er jetzt echt schon einige Dinge verdummbeutelt, aber hart. Aber die Headshots, Mann, die sitzen bei ihm, ne, mit der Scout. Die gehen echt gut rein. Wenn er da mal trifft, dann trifft er in den Kopf. Wir gucken jetzt gleich mal, wie er den nächsten, diesen Puffin, klatscht, der gleich im Window erscheint. Ich mache dafür kurz mal langsam, ich will einfach nur sehen, wo sein Fadenkreuz ist, während er auf den Kopf schießt. Vielleicht ist es ein Silent Aim oder sowas. Und dann ist die ganze Sache eh gar nicht so leicht zu erkennen, beziehungsweise je nachdem, wenn er das alles immer nur dann triggert, wenn er es benutzen möchte, dann ist es natürlich eh sehr schwierig. Also wenn er schlicht und ergreifend das Ding einfach an- und ausschaltet, beziehungsweise weg- und zuschaltet, sobald das eben braucht. Und auch mal ein paar Kills einfach so macht. Also die dann in die Hose gehen, ne?
Okay. Er aimt, hat voll auf ihn geaimt, aber es war auch genau die Ecke, in der oftmals jemand steht. Wobei er da etwas lang hingeaimt hat, was auch irgendwie merkwürdig ist. Du guckst in die Ecke und weißt, okay, da ist niemand. Also aimt man dann eigentlich nicht mehr hin. Dieser Flick, der gelingt ihm schon wirklich gut. Von neben dem Kopf auf den Kopf. Das geht mir das Gold auch ganz gut. Also das ist so der übliche, auch nicht zwingend auf den Kopf, aber dieser übliche Flick, den man auch mit AWP macht. Also einfach, man erspäht den Gegner, schießt und fliegt dann dabei auf ihn drauf. Also schon während des Faden, während dieser Zoom, dieser gesumte Modus verschwindet, dann macht man den letzten Aimer praktisch, um auf ihn drauf zu kloppen. Aber er trifft da echt jedes Mal den Kopf. Er ist ja schon auf 85% Headshot-Rate. Und das ist irgendwie schon gar nicht mal so niedrig bei... Wo ist er denn da unten? 7 Kills. Naja, okay. Ist aber auch machbar. Ich will jetzt... Sie rushen ihn jetzt. Also ich finde, er ist etwas zu krass am Headshotten irgendwie. Und sonst ist sein Player so bescheuert, so schlecht. Also ich denke, dass er höchstwahrscheinlich eine Aim-Geschichte am Start hat. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich brauche noch ein paar Evidenzien. Oh, ich muss gerne Geld. Oh, wäre das etwa auch in den Kopf gegangen? Man weiß es nicht. Einer ist noch beim Window oder vorm Window. Der andere auf A, das sind die letzten beiden. Gottes Willen, ich muss mehr schlafen. Ich muss mehr schlafen, Leute. Die Müdigkeit zieht sich bei mir meistens komplett über den ganzen Tag bis abends. Also ich glaube, während der Livestreams gähne ich nie. So 18, 19 Uhr fängt es an, dass der Kreislauf dann langsam hochfährt und sich bereit macht für den Tag. Ja? Und jetzt hält sich dann bis um 3 oder so. Oder 4. Na. Typischer Kackrhythmus. Achso, ich kann ja nicht durchschalten. Ich wollte gerade auf den anderen schalten und gucken, was bei dem so abgeht. Der eine steht vor dem Window, vor dem zu durchbrechenden Ding. Und jetzt müsste 9 gleich gefistet werden. Und 2, 3, 2, 1. 9. Er wird nicht gefistet. 9 ist der andere Tine, der da bei der 3 bei dem City steht. Jetzt schießt er. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Der City, der hier war, hatte so viel Möglichkeiten, ihn zu killen. Er wollte wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen und saven, was auch in dem Fall cool ist. Und hat wahrscheinlich dann in einem blöden Moment schießen müssen, als er entdeckt wurde. Aber in der Theorie hat er trotzdem so minimal den Vorteil, also er hätte ihn legen müssen. Es scheint auch so, als wenn sie gegen gar nicht mal so gute Leute spielen, beziehungsweise die Elo ist wohl auch gar nicht so hoch. So wie ich im Vorfeld schon vermutet habe. Ist es eher im Goldbereich oder eben Silberbereich oder sowas. Vielleicht schlechter AK-Bereich, ich weiß es nicht. Er ist halt echt ultra am... Guckt euch mal dieses Movement an. Er steht so da und ich kann jetzt nicht zurückspulen. Er steht offen für Connector, für Window, für Short, unten für die Tunnels, für alles. Er steht da offen da. Wo aimt er denn jetzt gerade hin? Was ist denn gerade sein Ziel? Wo möchte er jetzt hin aimen? Also wenn er schon da oben ist und nur so hin und her dackelt oder schleicht. Naja. Einer ist noch bei City, der andere steht bei A, Underwood wahrscheinlich. Und wiederum der dritte ist oben bei White Car. Bei B, neben White Car. Er ist auf einer Headshot-Rate von 88%. Bei wie viel Kills? Mittlerweile bei 9 Kills. Es ist auf jeden Fall noch machbar, das geht schon noch. Wo aimst du denn gerade hin, du Furz? Weißt du, kannst du dir schon irgendwie denken, dass da hinten einer steht? Ich meine, gut, man muss ihm eins lassen, der Spot wurde noch nicht gedeckt von den Mates. Deswegen weiß keiner, wo der letzte ist. Und diesen hätte ich hier dann auch vermutet. Und ich wäre wahrscheinlich genauso zu ihm hingelaufen. Weil A, alles frei ist, es ist überall alles frei. Nur dieser Bereich, dieser winzige Bereich der Map, der noch nicht gespäht wurde, ist offen. Also das ist auf jeden Fall legitim, was er da gerade gemacht hat. Aber der Rest, seine Shots, andauert in den Kopf. Was ist mit ihm los? Muss es sein? Kann er damit nicht endlich mal aufhören, der Sack? Also ich denke... Habt ihr es gesehen? Er schießt hier hin, die Kugel fliegt an die Wand. Ich glaube, aligned mit dem Kopf des Gegners. Es wirkt schon so ein bisschen wie so ein Silent Aim. Ein Aim Assist, der einfach im Hintergrund so ein bisschen wirkt und die Kugel schon auf den Kopf zieht. Ohne, dass das Fadenkreuz irgendwo dementsprechend landet. Aber Vision Assist kann ich mir bei ihm echt nicht vorstellen.
du wieder rumkackt. Ja, okay. Was war denn das für ein Molly? Wollte er da oben, wollte er den Teppich anzünden oder was? Ah, dude. Ja, also ich denke, da ist... Ach, jetzt macht er den Ding rein. Also ich werde ihm hier wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern ich werde ihm hier ein Aim-Assist drücken. Weil die Shots doch ständig, also für sein Ultra-Low-Gespiele, für sein Aiming, für sein Movement, das wirklich grottig war, wie er da rumgepimmelt ist. Er ist komplett durchgesneakt, obwohl noch nicht alles geklärt war. Also ich drücke ihm jetzt ein Aim-Assist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand mit so wenig Skill dann aber trotzdem jedes Mal diese Shots versenkt, die er versenkt. Das wirkt wie ein Kackvogel, der für alles zu schlecht ist und halt eben ein Aim-Assist anhat. Ja, also da bin ich mir so sicher oder sicher genug, um ihm den Aim-Assist zu drücken. Beim Rest bin ich mir, wie gesagt, gar nicht sicher. Also Wall hätte man an zwei, drei Stellen meinen können, die aber dann wiederum auch erklärt waren oder erklärt werden können. Und Other und Griefing passt eh. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er da einen Aim-Assist hat, weil wenn die Spielweise nicht passt mit dem Aiming, also wenn ihr jemanden habt, der halt so rumkackt wie er, dann diese Shots und immer wieder mit der Scout. Nee, mein Freund. Ciao, ciao. So, ja, Leute. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für euch heute. Es wurde wieder gefragt, wie es eigentlich aussieht mit den Skins, die ich immer raushau. Die wird es am Donnerstag im Livestream geben. Also hier die Amber Fate und die Brass. Und heute gibt es dann diese Desert Eagle Bronze Ding. Ja, und die zwei gibt es dann am Donnerstag. Ihr wisst, die Livestreams, ihr wisst, wann sie sind. Wenn ihr nicht wisst, wann sie sind, in dieser Videobeschreibung stehen sie. Ihr müsst nur aufmachen und unter dieser Linksammlung gucken. Da steht's, wann ich livestreame, und der Livestream-Link ist in dieser Linksammlung drin. Ja, die beiden gibt es dann im nächsten Livestream, und das gibt's heute für alle, die noch da sind. Also einer hat die Chance. Und zwar gebt ihr einfach in euren Kommentar, den ihr wahrscheinlich schon geschrieben habt, noch Deko ein. Und dann wird einer von den Leuten, die das gemacht haben, dieses Teil gewinnen. Vielen Dank fürs Zusehen, Mats, und bis zum nächsten Mal.